Hallihallo, mein Name ist Florence und ich bin zertifizierter Keto- und Fastencoach und heute zeige ich dir meine absoluten Must-Haves und was bei mir in meinem Keto-Kühlschrank auf keinen Fall fehlen darf. Mal erstmal in der Gemüseabteilung, meine allerliebste Abteilung, und bei der ketogenen Ernährung ist auch Gemüse das A und O, gerade in der keto-vegetarischen Ernährung. Und wir fokussieren uns heute auf grünes Gemüse, das heißt, wir kaufen primär grünes Gemüse ein, denn das hat die wenigsten Kohlenhydrate und ist daher ultra-keto-konform. Daher am besten grüne Paprika kaufen, denn die hat die wenigsten Kohlenhydrate. Rote Paprika ist ab und zu auch mal erlaubt, allerdings wirklich nur in Maßen, denn die hat tatsächlich recht viele Kohlenhydrate. Beim Gemüse ist super spannend, dass man die Ballaststoffe abziehen muss und dass man dann tatsächlich auch bei vielen Gemüsesorten viel, viel weniger Kohlenhydrate hat und damit deutlich mehr davon essen kann. So, weiter geht's mit Gurke. Die darf auch auf keinen Fall fehlen. Ist einfach ein Standardding. Wenn es geht, kaufe ich auch mal gerne eine Bio-Gurke. Denn Bio ist da auch oft ganz besser. Oder halt aus regionalem Anbau. Das auch sehr, sehr gerne. Und Tomaten sind bei mir auch immer mit dabei. Die kann man auch getrost essen. Auch wenn man sich ketogen ernährt, muss man einfach auch ein bisschen aufpassen. Cocktailtomaten sind nicht ganz so optimal, denn die haben wirklich relativ viel Zucker. Rispentomaten sind aber auch in der ketogenen Ernährung erlaubt. Ja, bei den Ölen müssen wir auch immer ein bisschen gucken. Sonnenblumenöl, Rapsöl ist nicht so optimal tatsächlich. Sonnenblumenöl hat sehr, sehr viel Omega-6 im Vergleich zum Omega-3. Omega-6 fördert Entzündungen im Körper, während Omega-3 Entzündungen hemmt. Rapsöl hat zwar relativ viel Omega-3, ist aber sehr, sehr stark verarbeitet mit einem mehrstufigen Verarbeitungsverfahren. Deswegen ist das auch nicht optimal zum Anbraten. Ich empfehle immer Kokosöl zum Anbraten oder es gibt auch hitzebeständige Olivenöle, ansonsten für den Salat auf jeden Fall Olivenöl nehmen, nativ extra. Und auch beim Balsamico sollte man ein bisschen aufpassen, denn da ist auch oft Zucker drin. Der enthält jetzt keinen Zucker, hat aber doch relativ viele Kohlenhydrate. Im Zweifel einfach ein Apfelessig, der tut's eh. Und ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von Leinöl, weil Leinöl auch sehr viel Omega-3 enthält. Und wir damit natürlich auch einen ganz, ganz tollen Omega-3-Anteil noch haben, wenn wir uns vor allem auch vegetarisch ernähren, zum Beispiel auf Lachs und so weiter verzichten. Für alle, die sich schwer tun, auch Wasser pur zu trinken, bin ich Riesenfan von hier diesem zum Beispiel Zimt-Zitronen-Ingwer-Saft. 100% Direktsaft, also Zitronensaft und Ingwersaft drin, nichts weiter sonst. Oder für alle, die in Ingwer ein bisschen zu krass ist, auch einfach Zitronensaft. Bisschen was davon ins Wasser. Schmeckt super erfrischend, super, super lecker und gibt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung zum langweiligen Wasser und ist auch richtig cool auf Eis oder mit Sprudel für einen ketokonformen Cocktail. Ja, aber auch bei den Nüssen müssen wir ein bisschen gucken. Je fetter, desto besser in der ketogenen Ernährung. Cashewnüsse zum Beispiel sind ultra, ultra lecker, aber sind leider nicht ketokonform, enthalten zu viele Kohlenhydrate, daher nicht zu empfehlen bei der ketogenen Ernährung. Die Königsnuss ist natürlich Macadamia-Nüsse. Die haben die meisten Fette. Die sind natürlich auch die teuerste Nuss, die es gibt. Es gibt aber auch Möglichkeit, Mandeln zu nehmen. Oder eben auch Walnüsse, Haselnüsse. Vorsicht vor diesen Sachen. Honigmandeln oder auch einfach marinierte Nüsse. Weil hier zum Beispiel haben wir auch Maltodextrin mit drin. Auch eine Form von Zucker tatsächlich. Also nicht optimal, wirklich überhaupt nicht geeignet. Paranusskerne sind auch eine super Sache. Enthalten auch sehr, sehr viel Selen. Also eine Paranuss hat recht viel Selen, ist auch super für die Schilddrüsengesundheit zum Beispiel und auch für den Hormonhaushalt der Frau. Gerade auch in der zweiten Zyklushälfte sind Paranüsse richtig, richtig geil. Mega, mega lecker und die kommen auf jeden Fall auch in meinen Einkaufskorb. Oliven sind super, super cool für die ketogene Ernährung, weil sie richtig viele hochwertige pflanzliche Fette auch enthalten. Ich bin ja Riesenfan von Kalamata-Oliven, da am besten auch immer naturgereift. Auch mit oder ohne Stein. Wenn eingelegte Oliven, dann immer gucken, dass da kein Sonnenblumenöl oder sonst was drin ist. Hier zum Beispiel haben wir nur Olivenwasser, Weinessig, Meersalz, Gewürze und Kräuter. Die sind also super. Es gibt Oliven, die sind einfach mit Sonnenblumenöl eingelegt. Das ist einfach minderwertiges Öl. Würde ich nicht nehmen, ist auch nicht optimal. Lieber selber noch ein bisschen Olivenöl dazu machen zum Beispiel oder die selber einlegen, wenn man der Sache nicht traut. Und Oliven können auf jeden Fall immer auch in den ketogenen Haushalt. So, beim Käse gilt auch am besten Heumilchkäse, so wie dieser Bärkäse zum Beispiel, Bio-Heumilch. Parmesan ist ein sehr lang gereifter Käse, der Pecorino ist sogar aus Schafsmilch, wenn dann Schafs- oder Ziegenkäse, weil die auch oft Gras zum Fressen bekommen, dadurch einen höheren Omega-3-Anteil haben. Also, oder ein Parmesan, der lange gereift ist, also je länger gereift der Käse, desto besser ist er auch, weniger entzündungsfördernd. Mozzarella kann man hier auch Büffelmozzarella nehmen, finde ich auch super. Ist auch sehr, sehr hochwertig, kommt auf jeden Fall auch in meinen Einkaufswagen.
Und beim Feta müssen wir auch immer gucken. Es gibt nämlich Feta-Käse, der einfach gemischt ist, wie dieser Hirtenkäse zum Beispiel. Ist auch Kuhmilch mit drin, daher immer gucken, dass wir hier auch einfach einen Schafs- oder Ziegenmilch-Feta-Käse haben. Auch hier gibt es verschiedene Preisunterschiede, also man muss auch nicht das teuerste nehmen. Aber wichtig ist halt, dass nur Schafs- und Ziegenmilch drin ist. Da gibt es einfach verschiedene Sachen. Der hier ist jetzt zum Beispiel hier im Angebot. Einfach reiner Feta aus Schafs- und Ziegenmilch. Super Sache. So, Butter ist ein absolut Superfood. Richtig, richtig toll. Aber bei der Butter kann man auch ganz viel falsch machen. Deswegen, irische Butter ist eigentlich sehr cool, weil aus Weidehaltung, oft ist die meiste Bio-Süßrahmbutter auch aus Weidehaltung. Von daher sehr, sehr, sehr gut. Butter gehört immer dazu. Ich nehme auch sehr gerne hier diese Bio-Alpenbutter, weil die einfach aus dem Berchtesgadener Land kommt. Auch eben von Weidehaltung zum Beispiel ist. Hier entdecke ich jetzt gerade, gibt es auch eine Büffelbutter, was natürlich auch super ist. Büffelmozzarella haben wir ja schon gelernt. Ist ganz toll und tatsächlich eine Büffelbutter. Stelle ich mir auch gut vor, ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Wer günstig unterwegs sein will, der holt sich einfach die Butter aus Weidehaltung. Ja, und auch Joghurt gibt es ganz, ganz, ganz viel Auswahl. Hier allerdings auf jeden Fall, wenn es geht, auch wieder aus Heumilch, weil die Milchprodukte, die aus Heumilch sind, sind deutlich, deutlich besser. Auch wieder mehr Omega-3-Anteil, weil die Kühe einfach auch Gras gegessen haben. Was auch super, super cool ist, habe ich eben entdeckt, ist zum Beispiel Ziegen- oder Schafsjoghurt, weil auch hier wie beim Käse die deutlich bessere Wahl. Ziegenjoghurt schmeckt ein bisschen manchmal nach Stall, aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Ansonsten kann man auf Schafsjoghurt ausweichen. Der schmeckt zum Beispiel auch hier von Alnatura beispielsweise. Der schmeckt nicht ganz so stallig. So, jetzt sind wir wieder zurück von unserem Must-Have-Einkauf. Alle meine Lieblingsprodukte sind jetzt im Kühlschrank und ich kann jetzt loslegen zum Kochen. Ich habe einiges Leckeres geplant und die Produkte, die ich gekauft habe, damit kann man richtig, richtig schöne Sachen zaubern. Und ich hoffe, auch dir hat es ein bisschen Einblick gegeben, was ich so kaufe, worauf ich so Wert lege und was meine absoluten Lieblinge sind im Supermarkt. Wenn du Rezeptideen suchst, dann schau gerne auch einfach in dem Link in der Beschreibung bei meinen E-Books vorbei. Ich habe 5 E-Books in der Zahl geschrieben mit leckeren, unkomplizierten Keto-Rezepten, süß und salzig. Da freue ich mich, wenn du einfach ein bisschen rumstöberst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.